So, Ladies and Gentlemen, wir kommen zurück zu Extermination Day Level 12. Das kann weg, das kann. Extermination Day, 21, das sollte passen. So. Aha, erledigt. Mein Rechner droht. Gut. Das sieht gut aus. So. Ich werde mal noch mal Helligkeit ein bisschen hochstellen. So. Sollte passen. Aha, sieht doch schon besser aus. Gut. Und da sind wir wieder. Wieder schöne Lüftergeräusche im Hintergrund, weil ich konvertiere. Zappel doch nicht so rum, Junge. Das Schicksal kann wenig entgehen. Das hat weh. Wow. Was macht ihr denn da hinten, Jungs? So, hätten wir. Dankeschön. Gut, mehr brauchen wir noch nicht. Kommen wir nicht hoch, ist ja Bullshit. So. Das, was ich ja bei Doom vor Doom bereits gesagt hatte, dass man hier die Dinger abballert, die da lang kann. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Rüstung. 5% gerade mal. Das ist nicht gerade viel. Komme ich irgendwie hoch? Hä? Okay. Wie kann man hier nochmal hoch? Ach da, leider. Übrigens, Fun Fact, ich habe mir gerade eine Scheiße. Ich habe mir gerade eine Doku angeguckt über Mars One und Deep Space Gateway und sowas alles. Also, das Witzige ist ja, jetzt hier so im Setting von Doom, das Witzige ist ja, wir als Menschheit, also wir als Menschheit ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gesagt, aber zumindest die Typen von NASA und bestimmten privaten Weltraumorganisationen, die planen ja auch im Echten, dass wir jetzt mittlerweile den Mond kolonisieren, das aber praktisch bloß als, als Treppenstufe mit dem eigentlichen Ziel, später denn das als Sprungbrett zum Mars zu benutzen. Und Organisationen wie Mars One, die wollen diesen, also das mit dem Mond als Sprungbrett, das ist hauptsächlich von der NASA. Und dann gibt es, wie gesagt, noch Organisationen wie Mars One, die praktisch diesen Sprung überspringen wollen und praktisch direkt, glaube 2022, die ersten Raketen starten wollen mit der ersten Ausrüstung und dann bis 2032 die ersten bemannten Flüge Richtung Mars. Das Problem ist aber, aufgrund der Entfernung ist es unmöglich, eine Rakete zu bauen, die dann wieder zurückfliegt. Das wird also ein One-Way-Trip. Also schön an die Karibik, Sonnen und dann wieder in die Heimat geht da nicht, sondern die bleiben dann auf Mars.
zwei oder vier Jahre später sollen die nächsten vier Leute, sodass es insgesamt acht Leute sind. Und dann wenig später sollen dann insgesamt bis zu 40 Leute den Mars kolonisieren. Und ich weiß nicht, ich meine, ich gucke so eine Dokumentation echt gerne, weil ich finde das ultra spannend, gerade so dieses Leben, diese Isolation, also ist ja praktisch ein komplett neues Ökosystem, ne? Aber ich muss immer wieder an Doom denken, weil wir spielen ja hier praktisch auf dem Mars, ne? Und wenn ich mal bedenke, was hier so viele Fischer... Wow. Wenn ich mal bedenke, was hier so viele Fischer rumrennen, ich meine, klar, ich bin jetzt keiner, der daran glaubt, dass das auf dem Mars genauso aussieht wie hier im Doom auf dem Mars. Aber es ist... Ich muss halt trotzdem immer wieder dran denken und schmunzeln. Und ganz ehrlich, ich hoffe irgendwie, ich immer wenn ich so eine Dokumentation gucke, wow, wer schießt denn hier auf mich? Hoffe ich irgendwie, dass es irgendjemand gibt, der, wow, der ein bisschen begabter ist als ich, was Thema Mapdesign angeht. Boah, Alter, die haut aber, ach du Scheiße, die sind fast tot, Leute. Und praktisch sowas wie dieses Deep Space Gateway oder die ISS praktisch auch nachbaut, weil es gibt ja so diverse Maps, die so Raumstationen nachbilden in Doom. Und das Problem ist aber, das sind meistens so relativ kleine Gruppen und dann so Doom 1, Doom 2 like oder Vanilla kompatibel und dementsprechend nicht wirklich ausbaufähig. Und gute Maps, die es gibt, die sind dann meistens nur praktisch eine oder drei Levels oder sowas. Und was ich mir irgendwie wünsche, ist wirklich ein Map-Pack, so in dem Umfang von Brutal Doom Starter-Pack, also jetzt Extermination Day, in dem Setting von der Raumstation, also von der ISS oder einem zukünftigen Deep Space Gateway. Wow! Fuck! Fuck! Ja. Wo man sich dann praktisch... Ich weiß ja nicht, kann man ja so ein bisschen so einteilen. Aber sowas würde mich so schon so interessieren, so wie so die ersten paar Maps, wo man dann praktisch in der Raumstation ist, dann irgendwo landet und dann geht halt auf dem Mars weiter und so in ein Setting und so. Würde ich schon geil finden. Klappe da hinten. So. Willst du mich angreifen? Willst du mich angreifen? Willst du mich angreifen? Na dann, noch mehr. Dankeschön. Runter mit dir. Hallo? 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 No, hepra. Oh, na, warte mal. Hier ist sauber. Ich versuch mal kurz. Dankeschön. So. Hier sind wir jetzt soweit durch, oder? Gut. Dann... Was? Junge. Dann nutze ich mal die Chance und werde mal an dem Punkt speichern. Perfekt.
Boah, Alter. Nice. Ha. Perfekt. Wie ein feuchter Lappen. Oh, Alter. Wow. Das war leicht daneben. Komm. So, hier gibt es nichts mehr. Schade. Okay, okay. Ja, ich möchte euch mal ganz witzigen Bug zeigen. Hatte ich, glaube ich, schon bei Doom for Doom gesagt, dass es diesen Bug gibt. Und jetzt, da wir ja Pudel Doom spielen, kann ich ihn euch endlich mal zeigen. Ja, geh mal hoch hier. Und zwar bezüglich dieser Kanone. Und zwar normalerweise. Danke. Ich speichere mal sich das einmal. Normalerweise kann man rangehen. Kann sich jetzt natürlich nicht bewegen, weil ich stationär und kann damit schießen wie so ein kleiner Marsianer. Ja? Und wenn man wieder loslässt, kann man sich wieder bewegen. Das Problem ist, so ist das gedacht. Es gibt aber auch einen kleinen, ja, ich sag jetzt mal Bug. Wenn ihr hier hin rennt, zu der Waffe, also ihr rennt, also nicht laufen, sondern wirklich rennen mit der Speed-Taste, mit der One-Taste, und während ihr rennt, drückt ihr dann die Use-Taste, um den zu benutzen. Dann könnt ihr... Okay, das war jetzt schlecht. Das war auch schlecht. Ich frage mich gerade, ob der Fehler mittlerweile gebuggt wurde. Gefixt wurde. What? Nein. What? Also entweder bin ich gerade einfach zu dumm dafür, oder der Fehler wurde gebuggt, gefixt. Man konnte nämlich dann mit der Waffe rumrennen. Halt also die Liebhaber von euch unter Brutal Doom, also unter dem Brutal Doom Starter Pack, werden das kennen, also werden das nicht kennen, aber werden das nutzen können. Wow. Ist echt geil. Wurde aber, ja, ich weiß gar nicht, ob man es zum Glück sagen kann. Ich meine, der Fehler war schon witzig. Wurde halt gefixt. Gefaxt, klar. Ich hab da mal einen Fax für dich. Ich hoffe, riecht gut. Oh, Rüstung können wir immer gebrauchen. Das hier, glaube ich, nein, das war eine Verschwendung. Egal. Interessiert keinen. So, geht runter, oder? Ist sie sicher? Ja, doch. Okay. Let's save again. Na, ich habe schon gefressen mit Haut und Haaren. What the fuck? Was? Stimmt, das Ding habe ich auch noch. Das wird mir im Kampf gegen den Revenant garantiert möglich sein. Gut, erstmal muss ich die hier abschalten. Dankeschön. So, jetzt kommt ja da ran. Perfekt. Fuck. Fuck. Komm ja gar nicht drauf. Achso, von da runter springen. Gut, da, okay. In die Fresse, würde ich mal sagen. So. Hä? Oh, ich bleib hier bei. Ah, treffen sollte man schon lernen. Kommt alle her, kommt alle her. Das Problem an zwei Waffen ist, man braucht doppelt so lange zum Nachladen.
Nein. Voll ungefüllt, dass man jetzt überall nicht mehr rankommt. Hey, wow, du Kacke, da war ja was. Da waren auch noch welche. Das ist ja Bullshit. What? Fuck! Bitch! Please! So! Hätten wir ja alles? Hätten wir alles. Das war ja mal wieder stylisch in die Hose gegangen. Wo waren jetzt hier diese beiden Health Packs? Achso, die waren da oben. Ja, komm. Ach, meine. Ach, hier sind doch noch zwei. Sehr schön. Gut. Den Ding nehme ich mir mal. Achso, ich brauche noch eins. Gut, die Rüstung nehme ich mir mal noch nicht, weil die kann man noch diese Kakotinen. Ach, hier waren die zwei. Ach Gott, hier waren ja. Ja, hier waren ja auch noch zwei. Gut. Also, was Munition angeht, Raketen haben wir. Fünf Stück gerade mal. Das geht aber eigentlich gut. Okay. Wir versuchen mal First Try? Komm ich denn jetzt drauf? Hä? Das war doch hier. Hä? Bin ich behindert? Bin ich bekloppt? Habe ich jetzt geraucht oder was? Dankeschön. Das war doch da oben drauf. Genau. Komm ich denn da hin, sag mal? Oh ja. Ich klaue mir erstmal das Ding hier. Scheiße. Das ist ja Bullshit. Wie komme ich darauf? Ich muss hier wahrscheinlich über die Kiste springen. Nur mit wem fange ich hier an? Ich habe nirgendwo eine Stelle, wo ich hier rauf kann. Ach so, ja klar. Wahrscheinlich genau hier über diesen Weg. Das macht natürlich Sinn. Ja. Geronimo. Gut, komm, ganz ehrlich, dann versuche ich das hier nochmal. Perfekt. So, und jetzt gibt es aber Action. Speichern wir mal ganz kurz. Nein, da. Ja. Alter, ist ja richtig slaggern hier. So, und jetzt müssen wir hier rüber. Wow. Ja. Sicherheitsrisiko bedacht, du Scheiße. Bis ich hier fertig bin, ist ja Weihnachten und Ostern vergangen. Sieht aus, als wenn die eine Inschrift wäre. Verwirrt mich gerade immer. Ein bisschen so. So. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Leck mich doch. Und zwar kreuzweise. Im Dreieck. Da komm ich drauf hier. La, und stehen bleiben. Und speichern. War ja klar, wenn wir speichern schaffen, war das beim ersten Versuch. Leck mich hart. Okay. War doch gut, dass wir gespeichert haben. Fuck. Speichern. Fuck. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt überlegen, wie gehen wir am besten vor? Einmal so, dann nach vorne gehen. Oh, sieht gut aus. Vielleicht soll ich auch die Plasmawaffe benutzen. Plasma, wo ist Plasma? Da ist Plasma. Wow. Ach ja, ist ja auch noch. Dankeschön. Geht eigentlich sogar.
kann man machen. Wo ist denn jetzt? Ach, da oben! Am Dammbesucher. Wo bist denn du? Geht doch. Jetzt brennt da alles. Ich bin unschuldig. Mit dem Feuer habe ich nichts zu tun. So, hier haben wir jetzt ein bisschen. Ja, ja. Und ach so, stimmt ja, ich habe neu geladen. Ich bin da wieder. Ach so, wir haben ja bereits volle Ausrüstung, was das angeht. Gut. Umso besser. Da kann ich nicht hin, ohne die falsche mitzunehmen. Ja, aber auch nochmal eine Rüstung. Ist ja interessant. Dich brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist. Ne, brauchen wir auch nicht. Aber euch können wir mitnehmen. Ja. Lass mich in Ruhe. Wo bist du denn jetzt? Junge! Lerne einen Platz. Kenne einen Platz. Hier brennt ja gar nichts. Ach doch, Baumstamm. Alter. Hier erkennt man aber sehr schwer. Da brennt ja Licht, hallo. Na, du Scheiße. Alter. Dachte ich einmal, ich bin sicher und direkt wieder auf die Fresse. Direkt auf die Fresse. Gut. Ich probier's mal nochmal. Wow. Alter. Puh. Gibt's hier noch mehr? Hallo? Freiwillige vor. Ich kann noch mal gucken, wie Pistole. Ein bisschen auffrischen. Wobei lohnt sich eigentlich nicht wirklich. So viele Zombies fallen die hier gar nicht. Gut, also ziehe ich direkt in den Krieg. Ich nehme mich mal. Oder dann geht's ab. Das sieht gut aus. Gibt es noch eine einzelne Schrotflinte? Nee, ne? Ist doch egal. Okay. Also Schrotflinte-Munition haben wir echt mehr als genug. Mhm. Autsch. Das tut mir leid. Oh, sorry, ich soll nicht lügen. Das hat mir gefallen. Oh, sorry, soll nicht liegen. War Spaß. So, gibt's hier noch mehr Leute mit Freudestrahlen? Mit freudestrahlendem Lächeln, meine ich doch. Mit Freudestrahlen, klar. Ihr seid ja total verstrahlt. Au. So, dich nehme ich jetzt mal mit. So, wo warst du jetzt gerade? Da. Ha, perfekt. Gefickter Fisch. Oh. Das sieht mir jetzt nicht sehr gut aus. Beziehungsweise, das macht ich mit besser. Jawohl. Das sieht gut aus. Aber hier unten werde ich jetzt einmal brauchen. Und zwar für den Kollegen. Dankeschön. Also die Beine haben gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, ja, perfekt. Kann ich hier nochmal was abholen? Achso, war natürlich sinnfrei, ich bin da schon voll. Mhm. Na, schau mal einer an. Na komm, komm, komm. Achso, hier waren ja auch wieder diese kleinen. Ich möchte gern cool tun, denn Kultur. Bitches. So, was nehme ich denn da? Was ist denn das hier?
Folter kommt der Insel zu mir. Oh. Finde ich süß. Oha. Ich bin noch mehr zur Menge. Wow, wow, wow. Leute. Los, kommt ihr alle gerettet um. Kommt ihr alle gerettet um. Jawohl, wir sind alle gerettet um. Ist das geil? Ist das geil? Genau so soll es laufen. Yep, da ist die Checkout. What? Ach du Scheiße. Ich glaube, das war der Typen da hinten, der da. Weil da ist ja auch wieder einer an so ein Maschinengewehr dran. Ging da so dran. Wow, wow, wow. Autsch, okay. Park. Ich hatte Verschwendung. Vor allem, wenn es um endliche Ressourcen geht. So, da hinten ist noch der Typ, ne? Nee, der ist weg. Nein! Habt ihr gerade den Schrei gehört? Das war mein Schrei. Park. Wow! Scheiße. Fuck. Seid ihr? Da. Denkst du, ich sehe dich nicht? Nur weil du unsichtbar bist. Was ja eigentlich der Sinn und Zweck dazu ist, dass man nicht gesehen wird. Hä? That makes sense. Was macht der da hinten? What? Ach, das Auto! Ja klar! War ja wieder. Ah, super. Ist er tot? Wer versucht die Spinne umzubringen? Ach, der Typ am Gewehr lebt noch! Oh oh! Gut, ich erledige erstmal die Spinne. Weil das macht Sinn. Okay, und jetzt kommt der Typ da am Gewehr dran. Weiß ich nicht, wie ich nah genug an ihn rankommen soll. Ohne dass er mich erledigt. Weil das Problem ist, dieser Typ ist echt stark. Ja. Ah, okay. Wo ist er? Oh, Alter! Der hört ja lustige Margaroni. Oh, Alter, das geht's doch gar nicht. Ist er tot? Ja. Alter. Was denken sich so Leute dabei? Dankeschön. Ich sehe gerade gar nichts. Ah. Ich muss immer wieder dran denken, dass es ja bei Brutal Doom Flashlight gibt und bei Project Brutality nicht. Bei Project Brutality versuche ich immer die Taschenlampe einzuschalten und bei Brutal Doom vergesse ich immer, dass ich eine Taschenlampe überhaupt habe. Das ist so sinnfrei. Speichern. So. Guck mal diesen Imp an, guck mal wie er blasen kann. La 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 la. Lass den Brummen in Ruhe, der hat den nicht getan, ist Umwelt. Bitch. Geht doch. Okay. Ja, fahren wir so weit.
Dann Kraftmann des Amtes. Oh, dankeschön, dankeschön. Der geht nicht. So, was können wir noch gebrauchen? Ist irgendwo Schrotflinte? Hier ist gar nichts. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Gut. Die ist voll. Okay. Dann kaufe ich mir einfach mal dich hier und dann sagen wir mal wieder ab. Speichern. Hä? Oh, ich bin viel zu weit. Da würde ich hin. Ah, hier haben wir ein bisschen was. Dankeschön. So. Aha. Ein kleines Element gibt es nämlich noch. Und das hat Raschel in sich. Deswegen nehme ich das Ding auch noch nicht mit. Hä, wo bin ich jetzt? Ach ja, stimmt. Oh, klar. Ich war gerade gedanklich in der alten Map, in der von Brutal Doom Starter Pack. Aber stimmt, die Map wurde komplett umgeändert. Da hinten muss ich halt rein. So schnell kann es gehen. Das ist das Problem, wenn man verschiedene Versionen von einer Map im Kopf hat. Ich meine, ist besser als gar nichts im Kopf zu haben. So, okay. Welche, was nehme ich denn dann jetzt? Da wäre die hier eigentlich schon fast idealer. Wobei ich habe auch eine Menge Schrotflinte. Schrotflinte ist hier definitiv effektiver. Dann lasse ich mir mal die andere Waffe für Fernkämpfe. Etwas, wofür sie sozusagen prädestiniert ist. Wow, wow, wow. Wow, wow. Komm her, komm her. Komm her. Das hier kommt gerade wie gerufen, fällt mir gerade auf. Dankeschön. Wow. Ja, die schießen zwar daneben, aber die haben ja mächtigen Streu. Dankeschön. Geht ja. Wow. Ach, Scheiße. Mein Unsichtbarkeitsmacher Unsichtbarkeitstrank ist vorbei. Wo seid ihr? Kommst du, Papi? Klappe. Echt mal. So, wir brauchen Help. Help me. Help me. Zufall, dass Help und Help gleich klingen? Man weiß es nicht. Arschloch. Hier ist meine Welt. Beug dich deinem Schicksal, Bitch. Oh, hier haben wir aber jetzt aufgeräumt. Da hinten ist noch jemand, der hat nicht genug. Ja, stirb doch halt mal. Klapp jetzt. Leute. Ach, fuck off. What? Fuck. Jawohl. Los, 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 schneller, mach ne. Bam. Und jetzt, Dankeschön. Besser. Jetzt bin ich doppelt so stark, fünffach so stark, dreißigfach so stark. Ich bin Batman. Ah, wollte ich gar nicht.
Fuck! Ich hab so 7% Leben, das tut doch nichts mehr. Was war das gerade? Klang gerade gemein gefährlich. Ach ja, jetzt hätte ich diese Falle. Hä? Scheiße. Hä? Leute, ich hab die Option verloren. Wo bin ich? Scheiße, fuck. Hier muss ich durch. Yeah! Damit habe ich schon mal die wichtigste oder schwierigste Falle von der gesamten Map wahrscheinlich besiegt. Gut, dann. Boah, Alter, ich habe noch 2% Leben. Dass ich das noch erleben darf. Okay. Wir holen uns erstmal ein bisschen Herzen. Herzen am Flügel. Hardcore-Demo. Hier. Ja, genau. Uah, nein, das wollte ich gerade gar nicht. Egal. War aber auch nicht das schlimm, weil man kann es gebrauchen. Ne, hier nicht. Oh, decken wir uns mal wieder ein bisschen hier ein. Dankeschön, perfekt. Das hat gesessen. Euch noch nicht. Das passt perfekt. So. Und jetzt wieder warten, bis ich oben bin. Mach inne. Los, schneller. Dankeschön. Yo, Rubik's Hardcore. So. Dankeschön. Digga! Was war jetzt gerade mit 9000? Mit 10.000. Was haben die eigentlich hier draußen? Sterben könnte da drinnen. Ich hab sie wohl nicht mehr alle. So, halt mal speichern. Dankeschön. Ah, warum? Ah, können wir zurück hier. Goddammit. Dankeschön. Wow. Der hatte definitiv eine militärische Ausbildung. Der da jedoch nicht. Scheiß Kamikaze hier. So, wo waren jetzt überall? Hier war eins. Oh. Da kommen wir drauf. Ich bin gerade irgendwie so stolz, dass ich diese Falle hier so gut aufheben konnte. Wie komme ich jetzt darauf? Wahrscheinlich gar nicht. Achso, ihr seht, ich muss sowieso erstmal Aufgangspunkt hier finden. Ich muss ja hier oben rauf und gut. Dankeschön. Dankeschön. Perfekt. Hat sich gut Raketen? Tatsächlich. Und dann muss man wieder meinen Raketenbestand hier aufhübschen, frischen. Gut, da hoch komme ich. Doch. Dann müsste ich irgendwie hochkommen. Aha. Oha. Aha, perfekt. Na komm.
Dankeschön. Gut, hat das mal wieder nicht gebracht, aber ein Versuch war's wert. So, Pistolen haben noch niemanden geschadet, außer den, der erschossen wurde. Das sind aber nur Ausnahmen, die die Regel bestätigen. In der Regel überleben alle. Deswegen sind auch Waffen so erfolgreich, weil sie absolut kinderfreundlich sind. Fragt euer Baby. Los, ihr braucht da. Mann. Dankeschön. 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 So, wohin muss ich jetzt? Ich muss irgendwo. Muss ich darüber? Nee, da komme ich ja gar nicht drauf. Okay, also ich muss erstmal in die Richtung irgendwo. Boah, Alter. Das fällt alles wieder runter. Am besten wieder speichern nach jedem erfolgreich erklimmenden Berg. What the fuck? Boah, Alter, was war das denn gerade? Okay. Jetzt geht's darüber. So, hier war ich ja gerade. Hier geht schon mal nicht drauf. Schade. Hier geht's jetzt weiter. Dankeschön. Aha. Dankeschön. Dankeschön. Oha. War klar. Das war so klar, oder kann ich direkt hier rüber? Das war verkackt. Ich versuche das mal hier rüber. Wow. Der war so verkackt, der hätte von mir kommen können. Jawoll. Gut, das hat jetzt gerade nicht allzu viel gebracht. Aha. Nein. Fuck. Fuck. Gut. Dann also einmal hier rüber. Nee, hier geht's nicht rauf. Ah, super. Ah. Ich muss also tatsächlich da hinten rüber. Oh. Willkommen bei Morgen Let's Play. Yay! So, jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Und dabei schön alle Waffen einsammeln. Mal Waffencheck durchführen. Ah, genau deswegen nehme ich. Nicht, dass wir nächste Level wieder ohne Waffen beginnen. Das wäre nicht so schön. Wirklich schon alle Personen? Ne, zwei Gegner fehlen noch. Wo immer die sich rumtreiben. Hier ist wohl gerade der Kaffee und Kuchen. Dankeschön. Bin ich voll? Bin ich auch voll? Was passiert? Bark, bark. Ah! Dich hätte ich beinahe vergessen. Du kleiner. Gut. Mehr gibt's hier erstmal nicht. Dann gehe ich noch mal in die andere Richtung. Und zwar zum einen muss ich da sowieso hin. Und zum anderen wegen Raketen, die da ja waren, massig. Und hier wegen. Perfekt. Jetzt sind wir wieder voll. Sehr schön. Tief überdankt. Oh. Was schauen wir denn an? Ach ja, hier war auch noch was. Ha. Ich bin ja übersehen. Vergessen.
Wie kommen wir da drauf? Ich versuche mal. Perfekt. Weihnachten und Ostern zugleich. Und mein Geburtstag. Und Halloween. Und all die anderen verfickten Feiertage. So, die hatten wir auch alles. Das scheint mir so. Aber wo sind denn diese beiden Gegner? Wo finde ich die unauffindbaren Gegner? Fragezeichen. Das ist eine Frage mit dem Fragezeichen. Für die drei Fragezeichen hat sie gefunden. Hilfe weg! So. Das war ja relativ gut. Okay. Von daher würde ich mal sagen, das war's mit Level 13. Nächstes Mal geht's in Distrikt. Oder so ähnlich. Ja, du kannst du. Was ist das hier alles? Achso. Du hast langweiliges Geduld. Na dann, ciao mit V.